Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir fahren fort mit dem Buch Al-Qawa'id al-Arba'a von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Die vier Prinzipien, die vier Grundlagen über die Religion der Götzendiener. Und wir sind immer noch bei der zweiten Grundlage, bei dem zweiten Prinzip, in dem es darum geht, dass die Götzendiener nur ihren Götzen dienen und sie anbeten und anflehen und anrufen, weil sie von ihnen die Fürsprache und die Nähe zu Allah erhoffen. Und wir haben im letzten Unterricht die Erklärung von Sheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di zusammen angeschaut, in der er über eine der zwei Verse, die der Autor erwähnt hat, genauer sprach, und zwar verdeutlichte er, wie schlimm in Wirklichkeit diese Behauptung ist von diesen Götzendienern, und zwar, dass sie Vermittler, dass sie sich Vermittler zwischen sich und Allah nehmen. Über das haben wir im letzten Unterricht gesprochen. Wir sind dort stehen geblieben, wo der Autor über die Arten der Fürsprache spricht. Der Autor sagte, rahimahullah, وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ. Die Fürsprache oder die Arten der Fürsprache sind zwei. شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّ وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَ. Eine verneinte, negierte Fürsprache und eine bestätigte Fürsprache. Er sagte, rahimahullah, فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّ, die verneinte Fürsprache, مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Die verneinte Fürsprache ist die Fürsprache, die von jemand anderem als Allah erfragt wird. In einer Sache, zu der nur Allah fähig ist. Das ist die verneinte Fürsprache, die Allah verneint hat. Danach erwähnte er den Beweis und sagte, der Beweis ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi, wa la khullatun, wa la shafa'ah. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, O die ihr glaubt, spendet von dem wir euch versorgten, bevor ein Tag kommt, an dem es weder Handel gibt, noch nahe Freundschaft, noch Fürsprache. Und die Ungläubigen sind gewiss die Ungerechten. Das ist der Beweis, den der Autor für diese Art der Fürsprache erwähnt hat. Welche Fürsprache? Die verneinte Fürsprache, die Allah verneint hat. Weil er hier im Koran gesagt hat, وَلَا شَفَاعَ. Ein Tag, an dem es keine Fürsprache gibt. Danach sagte er, und die zweite Kategorie ist الشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَ. Das ist die bestätigte Fürsprache. Er sagte, hier, allati tutlabu min Allah. Das ist die Fürsprache, die von Allah erfragt wird. وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَ. Und derjenige, der die Fürsprache einlegt, dem wurde die Ehre erwiesen, Fürsprache einzulegen. وَالْمَشْفُوعُ لَهُ هُوَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ. Und derjenige, für den Fürsprache eingelegt wird, ist derjenige, mit dessen Aussagen und Taten Allah zufrieden ist, nach seiner Erlaubnis.
so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dann erwähnte er den Beweis dafür. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer ist es, der bei ihm Fürsprache einlegt, außer nach seiner Erlaubnis? Dies ist die Aussage vom Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bezüglich der Arten der Fürsprache. Sheikh Ubaid, hafidahullah, sagte, während er über die Bedeutung der Fürsprache jetzt in dieser Grundlage spricht, welche Fürsprache ist gemeint? Gemeint ist, er sagte, فَهُوَ سُؤَالُ عَبْدٍ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ رَبَّهُ مَغْفِرَةَ ذُنُوبِ بَعْضِ الْمُجْرِمِينَ. Mit der Fürsprache hier ist gemeint, dass ein Diener mit dessen Taten und Aussagen Allah zufrieden ist, Allah bittet, die Sünden einiger Sünder zu vergeben. Das ist hier mit Fürsprache gemeint. Das, was ein Diener Allah bittet, die Sünden anderer zu vergeben. Er sagte, rahimahullah, über die Arten der Fürsprache, dass sie sich in zwei Teilen, so wie der Autor es erwähnt hat. Er sagte, في أقسام الشفاعة كما دل عليها القرآن والسنة المتواترة الصحيحة فالشفاعة كما ذكر المؤلف شفاعتان. Er sagte, die Arten der Fürsprache, so wie der Koran und die vielfach authentische, überlieferte Sunna es bestätigen, ist, dass die Fürsprache, so wie der Autor gesagt hat, zwei Kategorien ist. إِحْدَاهُمَا مَا تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Er sagte, die erste Art der Fürsprache ist die, die von jemand anderem als Allah erbittet wird in einer Sache, zu der nur Allah alleine fähig ist. Er sagte, وَهَذِهِ هِيَ الشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةِ. Und dies ist die verneinte Fürsprache. Er sagte, summiert man vier, warum ist sie verneint? Warum wurde sie so genannt, die verneinte Fürsprache? قَالَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَفَاهَا. Weil der Koran diese Fürsprache verneinte. Er sagte, وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمُهُ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الْمَنْفِيَّةِ بِآيَةِ الْبَقَرَةِ. Und der Beweis des Autors ist der Vers von Surat al-Baqarah, den wir erwähnt hatten. Allah verneinte in diesem Vers was? Dass es am Yawm al-Qiyamah keine Fürsprache geben wird. Der Sheikh sagte, Ash-shahidu min al-aya wa la shafa'a. Das, was der Beweis ist bezüglich diesem Thema, ist, an dem es keine Fürsprache geben wird. Daher die Frage ist, ist dies absolut? Gibt es gar keine Fürsprache am Yawm al-Qiyamah? Nein. Er sagte, wa laysa hadha an-nafyu mutlaqan, bal huwa muqayyadun. فَلَا شَفَاعَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Er sagt, hier in dem Vers ist nicht gemeint, dass es absolut keine Schafa'a am Yawm al-Qiyamah gibt. Gemeint ist, dass es eine eingeschränkte Schafa'a-Fürsprache geben wird. Das heißt, der Vers bedeutet, es gibt keine Fürsprache, außer mit der Erlaubnis Allahs. Danach sprach der Sheikh über die bestätigte Fürsprache. Er sagte, وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَ فَهِيَ أَلَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ. Die bestätigte Fürsprache ist die, welche von Allah verlangt wird und erfragt wird. Er sagte, لِأَنَّهَا حَقُّهُ وَمُلْكُهُ. Er sagte, weil diese Fürsprache sein Recht ist und in seinem Besitz. Allahs Recht ist es, Fürsprache zu gewähren. Er ist es, der die Fürsprache besitzt. Somit muss sie von ihm erbittet werden. Subhanahu wa ta'ala. Er sagte, قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, sag,
Die ganze Fürsprache gehört nur Allah. Der Scheich sagte weiter, warum wird diese Fürsprache, die bestätigte Fürsprache genannt? Er sagte, وَسُمِّيَتْ مُثْبَتَ لِأَنَّ اللَّهَ أَثْبَتَهَا فِي كِتَابِهِ وَأَثْبَتَهَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصَحَّ بِهَا النَّقْلُ عَنْهُ. Er sagte, der Grund, warum das diese Fürsprache, bestätigte Fürsprache genannt wird, ist, weil Allah sie in seinem Buch und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigten. Danach sprach der Sheikh Hafidahullah über die verschiedenen Meinungen bezüglich der Fürsprache. Er sagte, مذاهب الناس في الشفاعة ثلاثة. Das Verständnis der Leute oder die Meinungen der Leute bezüglich dieser Fürsprache sind drei. أحدها أهل الخرافة من غلاة المتصوفة. Die erste Meinung ist die der Leute der Märchen und der übertreibenden Sufis. Er sagte, وهؤلاء يثبتون الشفاعة لمن يزعمون فيه الولاية. Diese übertreibenden Sufis, sie bestätigen die Fürsprache für jeden, den sie als Wali beschreiben, als Allah nahegestellten Diener. Sie bestätigen die Fürsprache für all diese Leute absolut. So, dass sie mit diesen Awliya, die sie Awliya nennen, sogar Schirk begehen. Und von diesen Awliya die Fürsprache erbitten, sogar wenn sie tot sein sollten. Die zweite Meinung ist von den Leuten, die die Fürsprache verneinen. Sie sagen, es gibt am Yawm al-Qiyamah keine Fürsprache. Er sagte, الثاني نفات الشفاعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج. Wer sind die diese Fürsprache verneinen? Es sind die Jahmiyyah, die Mu'tazila und die Khawarij. Warum? Er sagte, فَإِنَّهُمْ يَنْفُونَ الشَّفَاعَةَ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَلَى كَبِيرًا كَانَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي النَّارِ عِنْدَهُمْ. Warum? Sie behaupten, dass die Gläubigen, die mit großen Sünden am Yawm al-Qiyamah in die Hölle kommen werden, dass diese Leute nie wieder die Hölle verlassen werden. Warum? Denn sie erklären diese Leute entweder zu Kuffar in Dunya und im Akhira oder im Akhira. Sie sagen, diese Leute kommen nie aus der Hölle. Deshalb gibt es gar keine Fürsprache für sie. Das ist ihre Meinung. Da haben sie einen Beweis? Sie sagen ja. So sind sie immer. Die Leute der Erneuerung haben Beweise für ihre Erneuerung. Was ist der Vers? Sie behaupteten, ihr Argument ist die Aussage Allahs, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Eine Aussage Allahs, in der Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte, dann wird ihnen die Fürsprache der Fürsprecher nichts nützen. Sheikh Ubaid sagte, والجواب عن هذه الشبهة und die Antwort auf dieses Scheinargument, أن هذه الآية جاءت في سياق ما أخبر الله به عن المشركين يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala sprach in diesem Vers über die Götzendiener am Yawm al-Qiyamah, nicht über die Gläubigen, nicht über Gläubige, die die Hölle betreten werden. Danach sprach der Scheich über die dritte Meinung bezüglich der Fürsprache. Und das ist die Meinung von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Er sagte, وَالْقِسْمُ الثَّالِثِ أَهْلُ السُنَّةِ فَهَؤُلَاءِ يُثْبِتُونَ الشَّفَاعَةَ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَرْطَيْنِ. Er sagte, Ahlus Sunnah bestätigen die Fürsprache für die Gläubigen, die am Yawm al-Qiyamah mit großen Sünden kommen. Und zwar mit zwei Bedingungen. So wie der Sheikh sagte.
Er sagte, die erste Bedingung ist Idnullahi li Shafir. Erste Bedingung ist die Erlaubnis Allahs für den Fürsprecher. Dass Allah ihm erlaubt, Fürsprache nach Fürsprache zu fragen, Fürsprache einzulegen. Der Beweis ist die Aussage Allahs: Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Wer ist es, der bei ihm Fürsprache einlegt, außer nach seiner Erlaubnis? Das heißt, wenn Allah es erlaubt, ist es möglich, Fürsprache einzulegen bei Allah. Und das bedeutet, niemand hat etwas von der Fürsprache bei Allah, außer wenn er es erlaubt. Wenn Allah es erlaubt, darf er fürsprechen. Und wenn er es nicht erlaubt, spricht er nicht für. Allah entscheidet. Die zweite Bedingung ist Ridahu anil Mashfu'i fihi. Dass Allah zufrieden ist mit dem, für den die Fürsprache eingelegt wird. Er sagte, Wallahu la yarda illa an ahli Tawhid. Er sagte, und Allah ist mit niemandem zufrieden, außer mit den Leuten des Tawhids. Er sagte, وَيَجْمَعُ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Er bringt jetzt einen Vers im Koran, in dem beide Bedingungen zusammen erwähnt wurden. Das sind welche Bedingungen? Die Erlaubnis Allahs, fürzusprechen, und dass Allah zufrieden sein muss mit dem, für den die Fürsprache eingelegt wird. Was ist dieser Beweis, dieser Vers? قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, und wie viele Engel gibt es in den Himmel, deren Fürsprache nichts nützt, außer nachdem Allah es erlaubt hat, wem er will und wer sein Wohlgefallen findet. Nach der Erlaubnis und wenn Allah zufrieden ist mit ihm. Er sagte weiter, وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى إِلَّا عَنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَحَدِيثُ كَثِيرًا. Er sagte, und der Beweis, dass Allah mit niemandem zufrieden ist, außer mit den Leuten des Tawhids, sind viele Hadithe. Er sagte, مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. Von diesen Hadithen ist der von Bukhari und anderen überliefert wurde. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, Qultu ya Rasulallah. Abu Huraira radiyallahu anhu sagte, O Gesandte Allahs, Man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyamah. Er sagte, O Gesandte Allahs, wer sind die glücklichsten Menschen am Yawm al-Qiyamah mit deiner Fürsprache? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَّا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, ich vermutete, O Abu Huraira, dass niemand mich vor dir nach diesem Hadith fragen wird. Weil ich sehe, wie bestrebt du nach dem Hadith bist. Radiallahu anhu. Und dann gibt es Leute, die über Abu Huraira schimpfen. Keiner hat so viele Hadith überliefert wie Abu Huraira. Radiallahu anhu. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. Er sagte, die glücklichsten Menschen mit meiner Fürsprache am Yawm al-Qiyamah, am Tag des Gerichts,
ist derjenige, der La ilaha illallah aufrichtig von seiner Seele aussagt. Von den Beweisen ist die ebenfalls der Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wurde. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Likulli nabiyyin da'watun mustajaba. Jeder Prophet hat ein erhörtes Bittgebet. Jeder Prophet. Er sagte: Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Jeder Prophet beeilte sich mit seinem Bittgebet. Er sagte: Wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Er sagte: Ich habe mein Bittgebet als Fürsprache für meine Umma am Yawm al-Qiyamah aufbewahrt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Er sagte: Sie bekommt, wenn Allah will, derjenige von meiner Umma, der Allah nichts beigesellt. Das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam über diese Bedingung. Wenn jetzt jemand fragt, ist es erlaubt, während dem Leben jemanden zu bitten, dass er Allah für mich bittet? Ist es erlaubt, dass ich zu jemandem gehe und sage, mach Dua für mich? Weil dies ist ebenfalls von der Bedeutung von Shafa'a. Wie wir in der Definition gesagt haben, das Shafa'a bedeutet was? Gerade, yani die gerade Zahl. Wenn der Einzelne zu einer Person geht und somit ihn bittet, jemanden zu fragen, ist Shafa'a. Ist das erlaubt? Wir sprachen jetzt über die Shafa'a Yawm al-Qiyamah. Das Thema ist klar. Jetzt geht es darum, dass ich jemanden als Vermittler nehme, während er noch lebt, und sage, bitte für mich, Allah. Al-Sheikh Zayd, rahimahullah, al-Madkhali, sagte, dass man die Vermittlung und die Fürsprache von jemandem erhofft, so ist dieser jemand entweder lebendig oder tot. Er sagte, فَإِذَا كَانَ مَيِّتًا فَلَا يَجُوزُ أَن يُطْلَبَ مِنْهُ شَيْءٌ مُطْلَقًا. Er sagte, wenn dieser jemand tot sein sollte, so ist es nicht erlaubt, irgendetwas von ihm zu verlangen. لَا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَلَا فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْبَشَرُ. Es ist nicht erlaubt, etwas von dem Verstorbenen zu verlangen, sei das etwas, zu was der Mensch fähig ist, oder etwas, zu was der Mensch nicht fähig ist. Er sagte, وَأَمَّا رَجَاءُ الشَّفَاعَةِ أَوْ الْقُرْبَ أَوْ قَضَاءُ الْحَاجَةِ مِنَ الْحَيِّ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ. Er sagte, rahimahullah, dass man die Fürsprache von jemandem erhofft, oder dass er ein Bedürfnis für dich erledigt von jemandem, der lebendig ist, dann hat das zwei Situationen. Imma an yakuna dakhilan tahta qudrati al-bashar wa kana hadiran aw fi hukm al-hadir. Er sagte, entweder ist diese Sache in der Fähigkeit des Menschen, und diese Person ist anwesend, oder als ob er anwesend ist. Heutzutage kannst du jemanden in China anrufen, kannst du für mich das machen. Er ist nicht anwesend, aber es geht. Zweite Situation, وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ. Oder es ist etwas, was nicht in der Fähigkeit des Menschen liegt. Er sagte, فَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ.
Er sagte, wenn es etwas ist oder sein sollte, was nicht in der Fähigkeit des Menschen liegt, so ist es nicht erlaubt, von ihm zu verlangen. Da wenn ich zu dir sage, mach Dua für mich, ist das erlaubt oder nicht? Ja, weil du das kannst. Ich darf dich fragen, weil das in deiner Fähigkeit ist. Somit ist das erlaubt. Dann, wenn ich einen Toten frage, dass er für mich Allah bittet, ist nicht erlaubt. Er hört mich gar nicht. Taib, der Sheikh sagte danach, أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِمَّا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قُدْرَةِ الْبَشَرِ كَالْإِعَانَ فِي شَيْءٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ. Wenn aber diese verlangte Sache etwas sein sollte, zu was der Mensch in der Lage ist zu tun, wie zum Beispiel ihm helfen, kannst du mir bei dem und dem helfen? Oder wie gesagt, mach bitte Dua bei Allah für mich. فَهَذَا شَيْءٌ جَائِزٌ. Er sagte, diese Sache ist erlaubt. Doch, مَعَ تَعَلُّقِ الْقُلُوبِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ قَاضِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الَّذِي يُفَرِّجُ الْكُرْبَةِ. Doch, die Herzen müssen mit Allah verbunden sein und überzeugt sein, dass Allah es ist, der diese Sache erfüllt und in Ordnung bringt. Und dass er es ist, der die Beschwerden und die Notlage fortnimmt. Zitat Ende von Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala. Dieser Mensch, den du fragst, ist nur ein Grund. Doch Allah ist es, der es in Wirklichkeit tut. Und zum Schluss erwähnen wir noch eine Aussage von Sheikh bin Baz, rahimahullah, als er über die Bedeutung von La ilaha illallah sprach. Er sagte, die Bedeutung von La ilaha illallah heißt, yani, dass die Leute von La ilaha illallah, yani, yakhussun Allah bil ibadah, والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر كلها لله وحده. Er sagte, die Bedeutung von La ilaha illallah ist, dass die Leute die Anbetung Allah alleine widmen, sowie das Bittgebet und die Angst und die Hoffnung und das Schlachten und das Gelübde, all dies ist allein für Allah. وَلَا يُشْرِكُونَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und sie gesellen niemanden Allah bei. لَا نَبِيًّا مُرْسَلًا وَلَا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا جِنِّيًّا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ. هَذَا هُوَ دِينُ اللَّهِ. Er sagte, sie gesellen niemanden Allah bei. Weder ein entsandter Prophet, noch ein Allah nahegestellter Engel, noch ein Djinn oder sonst jemanden. Dies ist die Religion Allahs. قَالَ وَالْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلُوا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أي صَرَفُوا الْعِبَادَةَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Er sagte, die Götzendiener, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekämpfte, machten das, das heißt, sie widmeten die Anbetung jemand anderem als Allah. Er sagte, wa anna at-tawhid wad-din wal-islam huwa sarfu al-ibada lillahi wahdahu wa 'adamu sarfiha li ghayrihi. Obwohl der Tawhid und die Religion und der Islam bedeutet, dass man die Anbetung Allah alleine widmet und sie niemandem sonst widmet. Er sagte, وَلَوْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرِ لَا يَخْلُقْ وَلَا يَرْزُقْ مَا دَامَ صَرَفَ لَهُ الْعِبَادَةَ فَقَدْ كَفَرْ. Er sagte, auch wenn diese andere nicht erschafft und nicht versorgt, sogar laut ihrer Behauptung, auch wenn sie das behaupten,
solange sie die Anbetung diesen anderen widmen, so begehen sie Unglaube. قال وإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق. Er sagte, auch wenn er glaubt, dass dieser Angebetete weder erschafft noch versorgt. قال فإن المشركين قد اعتقدوا هذا. Er sagte, denn gewiss haben die Götzendiener dies geglaubt. Yani was? Dass ihre Götzen weder erschaffen noch verwalten, noch versorgen. Er sagte, فَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَعْبُودَاتِهِمْ لَا تَخْلُقْ وَلَا تَرْزُقْ وَأَنَّهَا فَقِيرَةْ وَأَنَّهَا مَمْلُوكَةْ. Er sagte, sie wussten, dass ihre Götzen, die sie anbeten, weder erschaffen noch versorgen. Und sie wussten, dass diese Götzen arm sind und Diener sind zu Allah. Er sagte, فَلَمْ يَعْذُرْهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ. Allah hat sie dadurch nicht entschuldigt. Yani durch diesen Glauben. Er sagte, بَلْ كَفَّرَهُمْ بِطَلَبِهِمْ الشَّفَاعَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ. Er hat sie zu Ungläubigen erklärt, weil sie die Fürsprache von jemand anderem als Allah erfragt haben und ersucht haben und erbittet haben. Und weil sie ihnen die Anbetung widmeten, aufgrund der Erfragung der Fürsprache. وَصَرْفِهِمْ يَنِي بَلْ كَفَّرَهُمْ بِطَلَبِهِمْ الشَّفَاعَةِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ وَصَرْفِهِمُ الْعِبَادَةَ لِأَجْلِ طَلَبِ الشَّفَاعَةِ. Er sagte abschließend, فَالْحَاصِلُ أَنَّ دُعَاءَهُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ واستغاثتهم بغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا وإن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. Er sagte, zusammengefasst bedeutet es, dass ihr Bittgebet zu jemand anderem als Allah und ihr Hilferuf zu jemand anderem als Allah und dass sie einige der Anbetungen jemand anderem als Allah widmeten, dies macht den Diener zu einem Götzendiener. Dies macht den Diener zu einem Muschrik. Auch wenn er bestätigen sollte, dass Allah der Erschaffer ist, der Versorger ist und der Verwalter ist. Bis zu den restlichen Eigenschaften der Rububiyya von Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّ مَعْبُودَاتِهِمْ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُ. Auch wenn er behaupten sollte, dass diese Götzen weder schaden noch nützen. وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ وَيُرِيدُ أَنْ يُقَرِّبُوهُ فَهَذَا لَا يُخَلِّصُهُ مِنَ الشِّرْكِ. Er sagte, er will von ihnen nur die Fürsprache. Er will von ihnen, dass sie ihn Allah näher bringen. Diese Tatsache entfernt ihn nicht von dem Schirk. Zitat Ende von Sheikh bin Baz. Dies deutet darauf hin, wie gefährlich diese Angelegenheit ist. Da wenn jetzt jemand fragt, was ist der Nutzen oder was ist die Weisheit hinter der Fürsprache? Yani, dass Allah die Fürsprache erlaubt am Yawm al-Qiyam. Er alleine könnte die Leute aus der Hölle nehmen. Ohne Fürsprache. Der Sheikh Ubaid sagte, فَالْجَوَابُ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفِ. Was hat der Autor gesagt? Dass der fürspricht, durch Allah mit dieser Fürsprache geehrt wird. Er sagte, die Weisheit hinter der Fürsprache, Sheikh Ubaid sagte, هِيَ رَحْمَةٌ بِالْمَشْفُوعِ فِيهِ. Es ist Barmherzigkeit für den die Fürsprache eingelegt wird. Und es ist eine Ehrung für den, der Fürsprache einlegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir, uns die Wahrheit als wahr sehen zu lassen und uns zu unterstützen, ihr zu folgen. Und uns das Falsche als falsch sehen zu lassen und uns zu unterstützen, von diesem Falschen fern zu bleiben. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.